Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute ungeschminkt und was sagt uns das? Make-up-Time. Wenn ihr mich auch nur 2 Sekunden kennt, wisst ihr, ich bin mega das Social-Media-Opfer. Ich hänge, glaube ich, gefühlt 95% des Tages bei Instagram und Twitter und Snapchat rum. Und dort habe ich die letzten Tage einen Trend gesehen, was Make-up angeht, der mich absolut fasziniert hat und... Leute, das müssen wir einfach zusammen ausprobieren. Die Marke Molly Cosmetics hat nämlich vor kurzem eine neue Make-up-Applikator-Aktion rausgebracht. Und zwar ist das der Cilla Sponge oder Silica Sponge? Cilla Sponge, glaube ich. Das Ganze ist wie so ein kleines Silikonpad, welchen man halt zum Auftragen von Foundation und Concealer benutzen soll. Der Vorteil im Vergleich zu einem normalen Beauty-Blender ist halt, dass bei diesem Make-up-Pad-Silikon... Teil kein Produkt aufgesaugt werden kann, weil das Ganze halt komplett aus Silikon ist und das nichts absorbieren kann, wie zum Beispiel der Beauty Blender. Und man deshalb halt langfristig weniger Produkt benutzen muss und Geld sparen kann. Außerdem soll das Ganze um einiges hygienischer sein, weil man das halt ohne Probleme wirklich sauber reinigen kann. Und als ich das alles gelesen habe, war ich nur so ganz ehrlich, ausprobieren. Ich bin dann also auf die Website von Molly Cosmetics gegangen und habe gesehen, ausverkauft. Und halt wirklich auch selbst mit Vorbestellungen und Pre-Orders bis Ende Januar, glaube ich, alles vergriffen. Und dann war ich mir so ganz ehrlich, das trendet jetzt gerade. Die Leute haben jetzt Interesse dafür. Ich möchte jetzt darüber reden, um euch halt, sag ich mal, die neuesten Informationen zu geben. Und auf meiner Suche im Internet habe ich dann entdeckt, dass ein paar Mädels dort draußen BH-Einlag-Push-Dinger benutzen, um denselben Effekt zu kriegen. Was habe ich dann also gemacht? Ab zu Amazon und habe mir diese Push-Up Silikon Bra Inserts, also BH-Einlagen aus Silikon, bestellt und sie sind da. Das hier sind die Flower-Teile und ich finde es mega witzig. Ich habe mich total gefreut, dass die hier durchsichtig sind, weil ich finde halt so ein hautfarbenes Ding sieht halt noch schlimmer aus. Aber irgendwie ist das gerade total witzig, mit den Dingern rumzuspielen. Irgendwann seid ihr hier drin. Irgendwann. Au! Das tut ganz schön weh. Die sind echt... Krass, okay. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, das hier heute zum Auftragen meiner Foundation auszuprobieren. Und ich würde sagen, das Ganze wird nicht einfacher, besser oder weniger schlimm, desto länger wir warten. Deswegen, let's do this. Go. Ich habe mein Gesicht schon komplett geprimed, deswegen starten wir direkt mit der Foundation. Dafür benutze ich die Dior Nude Air Foundation, weil ich einfach weiß, dass die perfekt mit meiner Haut funktioniert. Das heißt, im Zweifelsfall, falls es nicht klappt, liegt es wirklich an der Auftragmethode und nicht an der Foundation. Das ist wunderschön. Oh Gott. Okay, probieren wir das mal aus. Okay. Ich würde das jetzt einfach mal genauso reintappen wie mit dem Beauty Blender. Und es fühlt sich mega bescheuert an. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es lässt sich auf der Haut nicht so gut verteilen. Das heißt, es ist, glaube ich, besser, das erstmal so ins Gesicht, weil es sonst halt so mega streifig wird und ich kriege es gar nicht wirklich von A nach B. Deswegen platzieren wir das jetzt erstmal im Gesicht mit den Fingern und blenden das jetzt mit dem Teil hier aus. Ohne Scheiß, Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal hier vor der Kamera mache. Also was heißt vor der Kamera, dass ich das überhaupt mal irgendwann mache? Es ist sehr fleckig. Bei der Nase finde ich es gerade auch extrem schwer, das hier aufzutragen. Ich komme gar nicht so richtig hier rein. Man kann das auch ganz schlecht greifen, weil sobald man anfängt, hier Foundation drauf zu kriegen, wird das mega rutschig. Die Nase stört mich gerade richtig doll. Ich kriege es da nicht richtig eingearbeitet. Oh doch, so ist gut. Ich habe die Hälfte einfach auch eiskalt in meinen Augenbrauen drin. So, das hier ist jetzt die Foundation drauf. Das hat echt relativ lange gedauert. Mit dem Beauty Blender geht es auf jeden Fall schneller. Ich muss jedoch sagen, was ein positiver Aspekt ist, ich finde, es holt halt echt 100% der Deckkraft raus, weil halt nichts irgendwie zurückgezogen wird, sondern das komplette Produkt in die Haut reinkommt. Ich würde sagen, soweit so gut. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze mit Concealer funktioniert. Bei Concealer benutze ich auch ein Produkt, wo ich weiß, es funktioniert einfach. Und zwar ist es der MAC Pro Longwear Concealer. 100%, ich kriege das nicht verblendet. So, und jetzt gehen wir wieder rein mit dem BH-Silikonteil hier. Oh mein Gott.
Das kriege ich niemals ausgeblendet, Leute. Ach du Scheiße. Und der Prolongwell zieht auch noch so schnell an. Da muss man auch noch so schnell arbeiten. Witzig. Leute, wie sehe ich denn aus? Meine Nase will jetzt einfach absolut gar nicht annehmen. Die denkt sich nur so, bitch, no. Na doch, jetzt ging's. Bin mir zwischendurch nicht sicher, ob ich es wirklich einarbeite oder einfach nur hin und her schmier. Also Concealer ist gerade echt eine Challenge, Leute. Das ist super schwer, weil das Ding halt auch irgendwie so groß ist. Und ich glaube, das hier kann man nicht aufschneiden. Ich habe bei Instagram gesehen, dass da ein Mädel sich das aufgeschnitten hat, um das halt kleiner zu machen. Aber ich glaube, das hier kann man nicht aufschneiden. Ich glaube, das ist halt innen irgendwie wirklich ein bisschen gelartig. So, normalerweise gehe ich mit dem Beauty Blender danach immer noch so ein bisschen meinen Hals runter, damit das auch alles farblich gut passt. Aber irgendwie geht das gerade hiermit nicht so gut, weil ja kaum Rückstände hier dran bleiben. Fail. Ich schmiere mir jetzt bestimmt nicht noch mehr Produkt an Hals. Und auf der Stirn fängt es gerade auch ein bisschen an sich abzusetzen. Das heißt, wir müssen es gleich auch fixieren. Als letzten Schritt, den ich ausprobieren möchte, rein aus Interesse, Bacon. Ich weiß nicht, ups, ich hasse diese Verpackung vom RCMA Powders. Kommt immer viel zu viel raus. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich funktionieren wird, weil ich glaube, das hier ist halt echt nur für flüssige Sachen gedacht. Es ist eigentlich für Brüste gedacht, aber egal. Schauen wir mal an, wie das jetzt zum Bacon funktioniert. Ah, es ist zu groß. Oh Gott. So, das hier ist jetzt Foundation, Concealer und Bake fertig. Das war echt seltsam und es hat unglaublich lange gerade gedauert. Also normalerweise nicht tausendmal schneller. Ich würde sagen, ich mache den Rest meines Gesichts jetzt eben fix fertig. Und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, und das hier ist mein fertiger Look für heute. Ich muss sagen, die anderen Produkte haben sich auf der Haut eigentlich ganz gut verteilen lassen. Was ich jedoch bemerkt habe, ist, dass die Foundation irgendwie nicht wirklich 100% glatt und ebenmäßig ist. Also, ich habe halt das Gefühl, man sieht irgendwie meine Poren und das habe ich normalerweise, wenn ich es mit einem Beauty Blender oder mit einem Pinsel auftrage, nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, sieht es irgendwo trotzdem schon glatt und ebenmäßig und stimmig aus. Ich muss jedoch sagen, Leute, es hat so lange gedauert. Es war so ein Schmierkram hiermit. Irgendwie, ich habe das Gefühl, mein kompletter Make-up-Tisch und meine Hände sind voll. Auch wenn es gerade mega trendet und jedes Online-Magazin und jeder YouTuber, mich ja eingeschlossen, darüber redet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es kein Trend, den ich weiter verfolgen werde. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht das Originalprodukt war, sondern halt so eine Möchtegern-Nachmache. Aber vom Prinzip her ist es ja mehr oder weniger dasselbe. Klar, es ist dann ein bisschen kleiner und kompakter und man kann besser hier rein, wo ich halt mit dem Concealer mega Probleme hatte. Aber der eigentliche Grund, dass man halt irgendwie Produkt sparen kann und dass das Ganze wirklich hygienisch und so ist, finde ich halt irgendwie beides nicht. Ich musste so viel Produkt nehmen. Ich habe echt das Gefühl, ich habe heute Massenprodukt, gerade Foundation und Concealer im Gesicht, einfach um es ebenmäßig zu kriegen, weil es halt, sobald es drauf ist, ist es drauf. Es lässt sich halt super schwer irgendwie dann noch weiter verteilen. Dementsprechend ist das Ganze für mich leider ein Flop. Das war für so ein YouTube-Video jetzt echt mega witzig, das mal auszuprobieren. Ich könnte das gerne mal auch mit euren Mädels oder mit euren Jungs oder wem auch immer zusammen ausprobieren. Das ist auf jeden Fall ein Lacher wert. Aber was meine Alltagsroutine angeht, ist das hier definitiv kein Produkt, was ich euch ans Herz legen kann. Bleibt bei altbewährten, bleibt bei anständigen Pinseln oder Beauty-Blendern. Aber Silikon-Tittenblender ist leider keine gute Empfehlung. In diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe unglaublich, dass euch das heutige Video so ein bisschen gefallen hat. Vielleicht war es ja mehr oder weniger auch ein bisschen entertaining. Wenn das der Fall ist, lasst mir sehr, sehr gerne mal einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu diesem ganzen Trend. Habt ihr davon auch schon gehört? Wie findet ihr das Ganze? Möchtet ihr das auch mal ausprobieren oder findet ihr das kompletten Bullshit? Eure Meinung interessiert mich da echt total. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Aber wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, dass ihr diese kleine Glocke klickt, weil mittlerweile wird ja niemand mehr hier auf YouTube informiert, sobald seine Lieblings-YouTuber irgendwas Neues hochladen. Ich weiß nicht, was da mit YouTube los ist. Ich finde Veränderungen im Social-Media-Bereich ja eh immer schwierig, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf Abonnieren klicken, auf die Glocke klicken und ihr seid immer up to date. Falls es aber doch mal spinnen sollte, sage ich auf all meinen anderen Social Media Networks immer Bescheid, wenn was Neues online geht. Dementsprechend schaut gerne auch in der Infobox vorbei, um mir auf Instagram, Twitter, Facebook, YouNow und Snapchat zu folgen. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich für heute zu sagen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag!